Hallo Mädels und Jungs. Wir sind heute am Gürtel unterwegs. Das ist die Straße, die die Bezirke von 1 bis 9 einfasst und umringt, weil in der Nähe des Rathauses im Kern der Stadt einen riesigen Wasserrohrbruch. Da führt eine breite Straße vorbei mit mehreren Fahrspuren und da gibt es einen riesigen Wasserrohrbruch und ist alles gesperrt und daher müssen wir einen kleinen Umweg fahren. Ist eigentlich nur ein kurzes Update. Es ist wie erwartet sehr kalt geworden. Zurzeit gerade mal 13 Grad, also von 40 auf 13 hinunter. Das ist natürlich eine gewaltige Abkühlung. Das kann was. Oh, ein Hexagonroller. Die sieht man auch schon sehr selten. Das sind die mit der schlechten Hinterradfederung, wie man hier sieht, springt der ganze Triebwerksatz ständig. Ist natürlich nicht unbedingt gut, wenn man schneller Kurven fährt. Dann kann das Ganze relativ schlecht sein für die Kurvenlage. Ja, kalt ist es und wir fahren hier durch die Stadt und gibt kaum mehr jemanden ohne Jacke. Auch wir haben heute eine dicke Jacke an beim Fahren und müssen uns schon langsam umstellen auf die kältere Jahreszeit. Heißt, der Herbst hält Einzug. Soweit sein, dass Schnee liegt. Wann kann es in Wien oder in Österreich schneien? Meistens kann es schon im November sein, dass oder Mitte November, dass einmal Schnee fällt. Natürlich gibt es auch Winter wie vor 2 Jahren. Wo die tiefste Temperatur mal 10 Grad waren und die Winterjacke natürlich gar nicht heraus musste aus dem Kasten. Aber voriges Jahr war es zum Beispiel so, dass wir 3 oder 4 Mal Schnee hatten. Natürlich auch bis zu 30 cm. Ich habe natürlich eher ein kurzes Video darüber gedreht. Ja, früher ist er relativ lange liegen geblieben. Zurzeit bleibt der Schnee nicht mehr lange liegen, sondern geht eigentlich relativ schnell wieder weg.
Das heißt eigentlich, motorradfreie Zeit sind ja immer nur über den Winter vielleicht 14 Tage oder 3 Wochen zusammengezählt. Wenn man natürlich bei tieferen Temperaturen noch fahren möchte, also bei Minusgraden. Manche möchten das nicht, verständlich. Dann ist es am besten, das Motorrad abzustellen und die Nummerntafel zu hinterlegen. Das heißt, das Motorrad bleibt angemeldet, aber man gibt die Nummerntafel und den Zulassungsschein ab und darf dann in dieser Zeit nicht fahren und erspart sich aber die Versicherung zum Teil und hauptsächlich die Steuer. Ja, das war's. See you.